Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Ayurveda-Kanal mit Maveda. Und zwar bin ich Maya Rukzio. Schön, dass du dich wieder dazu geschaltet hast. Hier bei mir findest du immer wieder Kurzvideos zum Thema ayurvedische Ernährung, Tipps und Tricks, Kräuter und Gewürze und was mir noch so einfällt. Ja, heute geht es um das Thema Selleriesaft. Der Selleriesaft aus ayurvedischer Sicht. Ich habe jetzt hier gerade mal einen gemacht. Ich gehöre leider zu den Menschen, die Selleriesaft nicht so gut vertragen, was ich sehr bedauere. Derweil tröste ich mich mit Gurkensaft. Aber ich würde trotzdem gerne zu dem Selleriesaft aus ayurvedischer Sicht etwas sagen, weil es ist so bekannt und hunderttausende Menschen trinken Selleriesaft frisch gepresst am Morgen, direkt nach dem Aufstehen, vor dem Frühstück, weil sie über Anthony Williams dieser Selleriesaft wirklich sehr bekannt gemacht geworden ist. Und jetzt möchte ich doch gerne mal sehen, also es gibt auch schon viele YouTube-Videos zum Thema Selbsterfahrung mit Selleriesaft oder meine Kur mit Selleriesaft. Und jetzt möchte ich euch gerne mal sagen, wie das hier mit dem Selleriesaft aus ayurvedischer Sicht aussieht. Denn wir betrachten die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, auch nach den Geschmäckern. Das liegt daran, weil wir im Ayurveda sechs verschiedene Geschmacksrichtungen zur Verfügung haben. Und diese Geschmacksrichtungen werden auch in einer bestimmten Reihenfolge im Magen-Darm-Trakt verdaut. Das heißt, wir haben Phasen von süß über salzig, über scharf bis hin zu bitter und astringent, wo eben praktisch in diesen Verdauungsphasen die Geschmäcker eine Rolle spielen oder wo das Essen praktisch sauer verdaut wird, salzig verdaut wird, zusammenziehend verdaut wird. Daher kommt das. Also es hat tatsächlich eine direkte Beziehung auf unseren Körper. Und deswegen sammle ich jetzt zunächst erstmal die Eigenschaften von dem Selleriesaft. Also ich habe eben festgestellt, der ist ein bisschen süß und ein bisschen bitter. Er hat auch tatsächlich so was Zusammenziehendes in der Mitte des Geschmacks. Interessant finde ich, dass er am Anfang und am Ende süß ist. Und dann ist er auch kühl und feucht. Also ich habe ihn jetzt in Zimmertemperatur gemacht, aber er ist halt tatsächlich kein wärmendes Nahrungsmittel, sondern eher ein kühlendes und gehört zur Gruppe Rohkost. Ja, jetzt möchte ich euch ganz gerne erzählen, was das jetzt bedeutet. Wir haben ja diesen drei Typen im Ayurveda, also Luft, Feuer und Erde, Wasser, immer auch Geschmäcker zugeordnet und eben auch Eigenschaften. Von den Eigenschaften her ist Luft kühl, trocken und rau. Das ist dieser Saft jetzt nicht, der ist nämlich kühl und feucht. Rau ist er vielleicht ein bisschen, ja. Das heißt, er hat also ein bisschen was von diesen Luft, von diesen Vata-Elementen. Dann haben wir im Feuer, haben wir die Eigenschaften heiß und ölig. Heiß ist dieser Saft nicht und ölig ist er auch nicht. Also von Feuer hat er nichts. Dann haben wir im Erde-Wasser die Eigenschaften kühl und feucht. Aha, das haben wir jetzt hier schon eher. Wir haben hier ein Getränk, das ist ein bisschen kühl und ein bisschen feucht. Das heißt, es erhöht Kapha. Es erhöht also Kapha. Das heißt, was Kapha bedeutet, kannst du gerne in meinen vorherigen Videos dir anschauen. Dann hast du innerhalb von wenigen Minuten dir ein Bild darüber gemacht. Dieser Selleriesaft erhöht Kapha und auch ein bisschen Vata. Ja, das sind die Eigenschaften des Ayurveda. Und jetzt ist es natürlich so, dieser Saft hat eben auch diese bittere Komponente, also diese Bitterstoffe, die sorgen dafür, dass die Leber gereinigt wird. Und man wird ja auch mit Vitalstoffen versorgt. Im Ayurveda trinkt man die Säfte nicht roh. Man würde eben die Dinge warm oder gekocht zu sich nehmen. Insofern entspricht dieser
Saft nicht ganz den ayurvedischen Prinzipien. Aber wenn ihr diesen Saft trinkt, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass ihr den trinkt, wenn er euch gut tut und wenn ihr große Mengen von Sellerie vertragt, der Effekt, den ihr hättet, wenn ihr den Saft kochen würdet, hier sind Oxalate drin. Oxalate sind Stoffe, die ihr mit dem Selleriesaft aufnehmt und die schwer wieder aus dem Organismus rauszukriegen sind. Und wenn man zu viele Oxalate im Körper ansammelt, dann kann man davon Nierensteine bekommen. Daher, wenn ihr jetzt den Saft kochen würdet, dann hättet ihr keine Oxalate mehr in dem Saft. Und manche von euch würden den Saft vielleicht besser vertragen. Daher würde ich den Saft jetzt mal kochen und dann komme ich gleich nochmal zurück. Hallo, ich bin also wieder zurück und habe jetzt den Selleriesaft einmal kurz gekocht. Wie ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, der Saft sieht ganz anders aus als vorher. Also da haben sich jetzt sozusagen die grünen, faserigen Ballaststoffpartikel getrennt von dem Saft oder von dem Wasser und das ist halt eine ganz andere Mischung geworden. Außerdem ist der Saft warm jetzt, also er hat jetzt praktisch die Eigenschaft warm. Und ich probiere das jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt schmeckt oder was jetzt passiert. Das ist jetzt sehr interessant. Ich dachte erst so, mein Gott, was jetzt passiert und wie das schmeckt, keine Ahnung. Aber der Saft schmeckt tatsächlich gut. Das ist so ein bisschen wie Selleriesuppe. Das kann man auf jeden Fall zu sich nehmen und der Saft ist auch jetzt nicht dadurch irgendwie schlechter geworden, dass er gekocht hat. Aber was interessant ist, der Geschmack hat sich verändert. Also der Saft ist nicht mehr am Anfang und am Ende süßlich, sondern er ist jetzt durchgehend bitter, aber auch nicht mehr so bitter wie vorher. Also er ist jetzt eigentlich ein bitterer Saft, ein warmer Saft und würde jetzt dafür eigentlich, würde er jetzt völlig andere Richtlinien im Ayurveda erfüllen. Und zwar ist es jetzt ein Saft geworden, der Kapha reduziert, also der das Wasserelement reduziert, Wasser und Erde. Und der auch für Vata tatsächlich gut ist, also auch Vata mildern würde. Und der aber in erster Linie für Kapha, für Erde, Wasser reduzierend wirkt. Ja. Das war ein interessantes Experiment. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bei mir gibt es regelmäßig Videos zum Thema ayurvedische Ernährung, Tipps und Tricks, eben auch neue Ideen, die ihr so in keinen Büchern findet und nicht irgendwo in den Veden findet. Und freue mich einfach, euch wiederzusehen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, ob ihr irgendetwas dazu sagen wollt oder eure Kritik, wie auch immer, also hoffentlich positive Kritik. Und ja, ich freue mich, euch wiederzusehen. Und wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne auch mal behandelt haben möchtet, dann schreibt es gerne auch in den Kommentar. Ich gehe gerne darauf ein, soweit es mir möglich ist. Und vielleicht entsteht dann so eine Kommunikation zwischen uns. Bis dahin, tschüss.